So, jetzt kommen wir nach Mediatabu, dort auch Theben Luxor in dem Bereich. Und ihr seht schon, wie groß das ist. Es ist wirklich, die Tempel sind alle riesengroß. Das ist wirklich beachtlich. Wir haben hier den ersten Pylon, von dem nicht mehr so viel übrig geblieben ist, den zweiten Pylon und hier den dritten Pylon. Ja, hier habe ich dann nochmal von dem Jean-Claude Gauvin ein Bild eingefügt, um nochmal zu verdeutlichen, wie das Ganze mal ausgesehen haben könnte. Und auch hier wieder hat er die Sachen, die zerstört sind, also die ganzen Mauern, in so bräunlich dargestellt und das, was noch erhalten geblieben ist, in weiß. Ich weiß nicht, ob er damit andeuten will, dass halt es genau um das, was zerstört ist, geht, oder ob er damit andeuten will, dass diese braunen Wände aus einem anderen Material gemacht wurden. Auf jeden Fall sieht man ja auch, dass die Decken hier fehlen. Also hier gibt es ja keine Decken mehr drauf und auch die ganzen Säulen da drin, ist alles weg. Muss auch alles irgendwie abgetragen worden sein, weil wenn es ein Erdbeben gegeben hätte, bin ich der Meinung, dann müsste das ja anders aussehen. Aber so sieht es eigentlich auch wieder fast so aus, als wäre das niemals fertig gebaut worden. Ich habe herausgefunden, das Ganze wird Amenhotep III. Zugeordnet, aus dem 14. Jahrhundert vor Christus datiert, 18. Dynastie, und das Ganze soll von dem Vater von Echnaton gebaut worden sein. Ja, und 700 mal 550 Meter groß. Also, ja, schon enorm. Was nicht ganz klar ist, ob das aus Sandstein oder Granit gebaut wurde, ja, wie wir das ja schon mehrmals hatten, das mit den Steinzuordnungen ist irgendwie ein bisschen schwierig. So sieht das Ganze aus. Hat einen etwas abgefahreneren Eingangsbereich. Relativ ungewöhnlich. Hier wieder schön noch zu sehen, wie diese Steinenergiebänder erhalten geblieben sind. Ja, und hier gucken wir jetzt sozusagen von hier unten auf den Pylon und sehen auch wieder hier diese Aussparungen, den hervorgehobenen Eingangsbereich. Ja, und auch die Gigantomanie, ne? Also hier so ein Mensch im Vergleich, das ist schon wirklich fett. So, das Ganze jetzt vor dem zweiten Pylon, die Treppe hinauf in das Allerheiligste hinein sozusagen. Und hier sehen wir auch wieder das Prinzip, es wird halt immer kleiner. Und auch da schätze ich mal, dass die Räume alle mal Decken hatten und nicht alle, aber viele, zumindest ab diesem Bereich hier, schätze ich mal, war alles überdacht, was man hier sieht. Und ja, der Raum im Raum im Raum und alles wird immer kleiner. Jetzt kommen wir hier nochmal zu den Statuen. Ne? Wir sehen hier wieder, wie groß die Statuen sind. Als Orientierung kann man fast immer davon ausgehen, dass die Figur, die hier unten dran steht, lebensgroß ist. Dies ist jetzt, glaube ich, ein bisschen kleiner, aber das ist schon immer eine ganz gute Orientierung. Hier sehen wir in dem Tempel, dass diese Statue meiner Meinung nach kein Mattfossil ist, sondern hier ein Stein ist, der hier durchgeht und wo halt vorher dann sozusagen aus dem Block die Beine rausgemeißelt wurden. Ja, das ist so eine Sache, auch hier anhand der Nase, meiner Meinung nach sieht man hier sehr deutlich, dass es sich hier um einen Steinblock handelt und kein Fossil ist. Das hat keinerlei Hinweise auf organische Strukturen hier an der Stelle. Und ja, da werfe ich jetzt mal die nächste These rein, dass vielleicht diese Durchgänge hier, diese extra Elemente, die wir in den Pylonen sehen, die immer hervorgehoben sind, vielleicht so eine Art ja, Skalierungswerkzeuge sind. Also man hat sich damit vergrößert und verkleinert. Und ja, das wäre mal so eine steile These, die ich jetzt einfach mal so in den Raum stelle, dass das sozusagen damit zu tun hat. Ja. Hier sehen wir die sogenannte Sonnenscheibe mit den Flügeln dran, das ist eigentlich sehr oft zu sehen. Was ich dabei nur seltsam finde, ist, dass das kein Kreis ist. Also, die waren ja in der Lage, einen Kreis herzustellen. Warum ist es kein Kreis? Also, das finde ich so ein bisschen seltsam. Ja, hier sieht man nochmal dann den Gegenschuss. Ne? Das Tor hier ist deutlich kleiner als die Tore, die wir vorher gesehen haben. Und eine Sache noch zu dem Thema Riesen und Skalierung. Ich habe keine Festungsmauern oder Wehrmauern gefunden. Das gibt es da anscheinend nicht. Die hatten anscheinend keine Feinde, die da irgendwo, oder die hatten nicht die Angst, dass mal jemand so einen Tempel plündern würde. Also man brauchte dort keine Verteidigungsmauern. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da steht irgendwo an der Grenze ein Heer von irgendwelchen Leuten, die da einfallen wollen. Und da kommen dann drei oder vier Jungs an, die die Größe von den Riesen aus Abu Simbel haben. Oder selbst nur die 4, 5 Meter groß sind.
Da reichen ja ein paar, um vielleicht ja ein Abschreckungspotenzial hinzuzaubern, das den Eindringlingen doch schnell ja, in die Flucht schlägt, sage ich mal. Wenn da so Männer in dieser Größenordnung kommen, dann wird man sich ganz schnell überlegen, dass man gegen die keine Schlacht gewinnen kann. Und wer über so etwas verfügt, der braucht natürlich keine Wehrmauern. Dann ist halt die Frage, warum findet man so wenig Knochen von Riesen? Und das kann halt durchaus sein, dass der normale Gebrauch, der normale Größe, in der man sich bewegt hat, war menschengroß. Und wenn man es halt gebraucht hat, dann hat man sich halt vergrößert. Was auch das erleichtern würde, größere Steine zu bewegen und auch zu schneiden. Im Endeffekt, wenn man sich vorstellt, man hat einen 17 Meter großen Menschen, dann ist halt ein für uns riesengroßer Stein für den auch nicht mehr als ein Legostein von der Größe her. So, jetzt sind wir hier noch vor dem Allerheiligsten, sehen eine Statuegruppe oder vielmehr eine Statue-Duett, was ich sehr spannend finde, weil man hier meiner Meinung nach Thoth sieht. Thoth ist ja der mit dem Ibiskopf, der diesen Hals hier hat. Ich bin der Meinung, das ist der Hals von Thoth und hier war früher dieser Ibiskopf dran. Und das wäre natürlich sehr spannend gewesen zu sehen, wie das mit der dünnen, schlanken Form so nach vorne in den Raum geht, bei so einem harten Gestein in der Herstellung sicherlich absolute Herausforderung. Und wir sind jetzt in Luxor am Amun-Tempel. Amun, auch Amon genannt, ja, Verkörper, das verborgene, unsichtbare Herr der Luft und des Windes. So, wir sehen hier wieder den typischen Pylon mit Statuen davor, die schon auch eine ordentliche Größe haben und zwei Obelisken. Also ursprünglich stand hier noch ein Obelisk, der den hier sozusagen dem gegenüber stand. Was daran total seltsam ist an diesem Tempel, dass der Bereich hier, wo der Pylon ist, auf den wir gerade gucken, bis hierhin so schräg, so ja, verzerrt ist sozusagen. Also normalerweise sind die Tempel immer in einer Achse, so wie man das hier hinten auch sieht. Und hier sieht es irgendwie aus, als hätten sie entweder nachträglich was hingebaut, was nicht so ganz geklappt hat, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Irgendeinen Grund wird es schon haben, aber es ist halt skurril, dass der erste Teil so ja, schräg gebaut wurde. Ja, hier auch nochmal zwei Illustrationen, die einfach zeigen, wie schön das mal ausgesehen haben könnte. Das ist einfach ja, schwer beeindruckend. Einfach nochmal kurz wirken lassen, was die da damals gebaut haben. Auch von der Rekonstruktion her, was da überdacht ist und was nicht überdacht ist, das scheint mir doch mehr Hand und Fuß zu haben als das Modell, was wir da gesehen haben. Hier sehen wir noch unterschiedliche Mauern, also hier sind ja so zurückgesetzte Tore, wohingegen das hier nicht der Fall ist. Also auch da unterschiedliche Interpretationen. Hier sind, oh nee, die beiden Obelisken sind hier auch da, die sind genauso auch hier direkt davor. Ja, aber schon ja, schön, um davon eine gute Vorstellung zu bekommen. Hier sehen wir meiner Meinung nach ganz deutlich, dass das hier kein Mattfossil sein kann. Auch hier ist die Steinstruktur. Man sieht keine organischen Strukturen, die anatomisch irgendwo Hinweise darauf geben, dass das mal ein lebendes Wesen war. Und ich denke, das wird bei dem hier genauso sein. Also hier kann man es natürlich nicht gut sehen, ob da noch irgendwelche Strukturen zu erkennen sind. Aber da die beiden doch irgendwie recht ähnlich sind, hier würde ich sagen, das sind beides keine Mattfossils. Und hier sehen wir den Säuleninnenhof. Hier zwei schon nicht so kleine, sie sind schon deutlich größer als Menschen. Schätze mal, sind jetzt so 3 Meter. Dann haben wir hier einen, der ist ein bisschen größer, wo der Kopf hier unten steht oder die Kopfbedeckung. Dann sind die hier noch ein Stück größer. Und am Ende sitzt hier am Rand im Durchgang zum nächsten Bereich noch einer, der wieder ein bisschen größer ist. Also auch hier haben wir wieder, wenn wir einfach der These folgen, dass Größe Bewusstsein widerspiegelt, eine schöne Varianz, was sozusagen möglich war in diesem Tempel. Hier nochmal zum Vergleich, auch die Mädels, sie wieder mit einem typischen Kopfbedeckung einer Hathor, menschengroß und ja, die sind schon ein bisschen größer hier. Dasselbe bei der Statue am Eingang, da sieht man halt, eben ging sie noch bis zum Knie, jetzt geht sie fast nur noch bis zur Mitte der Wade. Und auch hier, wenn man sich mal anguckt, wie hier der Knöchel gearbeitet ist, ne, das ist alles, das ist wirklich schön. Hier haben wir natürlich mal wieder die Kartusche von, ihr könnt es euch denken, Ramses II.
auch, ja, also der hat wirklich viel Statuen mit seiner Kartusche versehen. Hatte allerdings auch eine Menge Zeit, weil er wohl irgendwie 90 Jahre alt geworden ist. Das heißt, er hat eine irrsinnig lange Regentschaft gehabt. Ja, jetzt blicken wir hier nochmal in diesen ersten Säulenkorridor und da steht halt am Rand so ein schönes Pärchenstatue, die ich immer ganz rührend finde, weil man immer sieht, in dem Fall sieht man es nicht so gut, aber der Arm von ihr, der hat umfasst ihn immer. Also die Frauen umfassen immer die Männer von hinten, was so ein bisschen wie ein Schutz wirkt. So, ne? Ich nehme nicht in die Arme, kleiner, in dem Fall großer, aber das finde ich immer sehr anrührend, wenn ich diese Pärchenstatuen sehe. Hier sieht es ein bisschen seltsam aus. Hier scheint so ein Hohlraum in der Nase zu sein bei ihr hier. Also ja, da ist es vielleicht schon eher wieder möglich, dass es ein Mattfossil ist. Oder diese Geschichte von wegen, man hat einen mumifizierten Körper mit Spachtelmasse überzogen und daraus ist dann irgendwann die Steinstruktur ausgehärtet. Auf jeden Fall sieht es hier so ein bisschen hohl aus und auch hier ist so ein kleines Loch. Das sieht irgendwie seltsam aus. Ist ja auf jeden Fall ja auch skurril. Was man hier auch ganz schön sehen kann, ist, dass die Säulen alle vom Boden bis hier in etwa, also diese Höhe hier, anders gefärbt sind. Und auch hier sieht man das ganz gut, ne? Hier ist für mich auch ein Indiz, dass hier mal das Wasser bis hier oben hin stand und diese Spuren hinterlassen hat. So, man könnte hier auch wieder einen Indiz der Sintflut sehen. Ja, hier sehen wir ein Wandrelief von der Wand in diesem Säulengang, den wir gerade gesehen haben, das halt diese geometrischen Formen hier zeigt, die so aussehen wie diese Tauform. Oder auch hier sehen wir so konzentrische Kreise. Und es sieht alles sehr geometrisch aus. Und vielleicht war das ja ein Ort, an dem man Geometrie vermittelt hat. Ja, die beiden Säulen sind hier interessant, weil die haben hier, sieht man, wie so ein Quetschrand hochläuft. Hier sieht man den auch ganz gut, der eigentlich durch das Gießen hervorgerufen sein müsste. Jetzt sieht man aber auf der anderen Seite auch wieder, wie hier so einzelne Steine zu sehen sind hier. Und da frage ich mich, wie ist der Arbeitsprozess gewesen? Hat man erst die Säulen gemauert, dann hat man Verschalung drumherum gemacht und die hat man dann ausgegossen, also nur sozusagen wie so eine obere Putzschicht. Und dabei ist halt diese Quetschnaht hier entstanden, weil man sieht ja auch, dass die Quetschnaht versetzt zu den Steinen ist, ne? Auch hier, der Stein geht hier und die Quetschnaht geht halt ein Stück rechts daneben hoch. Ja, das ist wohl an einigen Säulen zu sehen. Mir selber ist das nicht aufgefallen. Die Bilder habe ich jetzt von dem Gernot Geise bekommen. Der sagte, es ist an einigen Säulen sei das aufgetreten. Und das finde ich schon auch äußerst skurril. Weiß nicht, wie da der eigentliche Fertigungsprozess war. Hier nochmal zum Vergleich, wie das Ganze mal ausgesehen hat, als es gefunden oder freigelegt wurde. Und auch hier diese Seite liveinternet.ru, Users und so weiter, guckt euch das mal an, da sind sehr viele alte Fotos und das ist schon sehr beeindruckend und ja, da wird halt teilweise auch von einigen Leuten behauptet, dass man halt hier nicht sieht, wie die Tempel freigelegt wurden, sondern wie sie gebaut wurden. Also sprich vor 150 Jahren oder 130 Jahren, diese Sandmengen hier aufgeschüttet wurden, um die Tempel zu bauen. Also man sieht ja, der Sand hier, das Bodenniveau, das ist in etwa auf der Höhe hier. Oder nee, ein bisschen tiefer, hier auf der Höhe ist es. Hier, so. Das sind ja einige Meter, die da mit Sand aufgeschüttet wurden. Dann sieht man hier zwischen noch so eine Wände aus kleinen Ziegelsteinen gemauert. Also für mich sieht es eher so aus wie wirklich ein uralter Tempel, der mit Sand überdeckt wurde, zumindest bis zur Hälfte. Und dann hat man halt hier improvisiert und zwischen den Säulen Mauern gemacht für seine Bedürfnisse. Ja, die beiden Säulen sind die beiden Säulen hier hinten
Und hier sieht man ja, dass die Säulen nicht weitergehen. Und das ist genau auch das, was man hier sieht, ne? Also ich habe jetzt hier mal in leicht grau den Platz eingezeichnet, von dem ich glaube, dass dieses Foto gemacht wurde. Und hier oben sieht man halt die Perspektive oder beziehungsweise den Ort, auf dem dieses Bild hier aufgenommen wurde. Mal zum Vergleich. Ja, hier nochmal die Doppelsäulenhalle, Säulenhof ist es ja vielmehr, wo ich mich auch immer frage, irgendwie, es scheint ja nicht zu reichen, dass man mal eine Säulenreihe macht. Nein, man muss gleich eine Doppelsäulenreihe machen. Wahrscheinlich hat das wieder mit irgendwelchen Zahlensymboliken zu tun, aber es ist schon immer wieder beeindruckend, wie viel Aufwand da getrieben wurde. Ja, hier ist der Gegenschuss und man sieht halt, wie der Pylon hinten so schräg versetzt ist, ne? Wie man das halt hier schön in dem Grundriss sehen kann, ne? Ja, hier nochmal die Säulen hier auf eine andere Art gestaltet. Das ist jetzt der Bereich, wo hier diese ganz vielen Säulen stehen. Auch also unfassbar. Ich denke mal, das war alles früher überdacht. Ja, und das ist jetzt sozusagen die Rückwand vom Allerheiligsten, wo man halt auch nochmal diese Hochreliefs sehen kann in echt perfekter Ausführung. Wie man jetzt hier zum Beispiel sehen kann. Das ist also wunderbar gearbeitet. Ja, und auch ein Kuriosum, wie ich finde, die Allee der Swingen. Die verbindet diesen Tempel mit dem Tempel in Karnak, 2,5 Kilometer, alle 10 Meter, 15 Meter maximal, eine Sphinx. Ja, auch, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Es ist eine Dimensionierung, die schwer nachvollziehbar ist. Ja, so sieht eine aus, die sind auch alle relativ ähnlich. So, jetzt kommen wir zum Amun-Re-Tempel in Karnak, also diese 2,5 Kilometer Entfernung. Da, wo er hier steht, ist sozusagen der andere Tempel, den wir gerade gesehen haben. Und hier endet diese Allee der Swingen an diesem Pylon hier. Hier ist der Nil gewesen. Kann man mit dem Schiff anlanden und dann halt sozusagen von dieser Seite den Tempel betreten. Im Grundriss fällt sofort auf, dass wir hier alles wunderbar symmetrisch haben. Und hier, das ist auch noch halbwegs gerade, auch noch halbwegs gerade. Und der Pylon hier, der ist schräg irgendwie und der ist auch so leicht schräg. Ist ein bisschen unverständlich, was da wieder für eine Baukonstruktion oder Baukonzept hintersteht. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, bei der Rekonstruktion, die man hier sieht, sehen wir ja, wie der Pylon oder die Seite des Pylons hier oben so gearbeitet ist und der ist hier so flach und hier oben ist es offen. Wohingegen ja hier sogar irgendwelche Stäbe rein interpretiert wurden, die an denen wahrscheinlich mal Fahnen oder sowas hingen. Das könnte ich mir jedenfalls schick vorstellen. Ja, da frage ich mich, warum rekonstruiert, also das ist ja auch Fantasie hier, ja? Warum rekonstruiert man dann nicht hier das so, wie es wahrscheinlich mal ausgesehen hat? Das zeige ich euch an den nächsten Bildern. Und auch hier, warum ist hier keine Decke drauf? Das ist doch höchstwahrscheinlich, dass hier eine Decke drauf war. Das sehen wir dann später nochmal. Ja, das finde ich immer ganz spannend, wenn man sich halt so eine Rekonstruktion anguckt, dass doch immer hier und da so kleine Unstimmigkeiten auftreten. Ja, auch hier nochmal zum Vergleich, wie schön das mal ausgesehen haben könnte. Wunderbare Rekonstruktion von dem Jean-Claude Golvan. Ist einfach beeindruckend. Finde ich immer wieder schön, was für Gedanken er sich gemacht hat. Seltsamerweise hat er hier den Pylon auch nicht so richtig in seiner Illustration rekonstruiert, wie er mal ausgesehen hat. Das kommt später noch. Haben wir auch ja gerade schon in dem Modell gesehen, dass das irgendwie ein bisschen seltsam ist. Aber er hat ja immerhin die Decken draufgesetzt. Auch hier die Decken und den freien Hof und so. Also so wie er das hier rekonstruiert, sieht das für mich realistischer aus im Vergleich zu den Modellen, die wir gesehen haben. So, danke an Seinab, die mir diese Bilder hier geschickt hat von Histoire Sœurus aus dem Buch Pyramiden im Wasser, schwebende Steine. Er vertritt die These, dass die Schiffe, sind ja auch Schiffe gefunden, oder ein Schiff ist gefunden worden in einer riesigen Nische, die seitlich von der Cheops-Pyramide angelegt wurde. Und man hat sich immer gefragt, ja, was soll das irgendwie? Ist das jetzt eine Grabbeigabe? Ein riesiges Schiff war das. Ja, und hier hat halt der Histoire Sœurus die These aufgestellt, dass diese Schiffe Transporteinheiten waren, um die schweren Steine
an die entsprechenden Plätze zu bringen. Und hat halt hier eine Zeichnung angefertigt, wofür zum Beispiel diese Aussparung der Pylone hier auch hätten sein können, um halt ein Holzgerüst zu tragen und an dem dann halt Schiffe mit Stein beladen hochgezogen werden können, um dann hier halt den Tempelbau zu ermöglichen. Auch hier sehe ich als großen Kritikpunkt, dass man ja erstmal die Wände bauen muss, auch auf eine gewisse Höhe. Wenn ich mir angucke, dass hier so ein Stein unter einem Boot hängt, dann brauche ich ja eine gewisse Wassertiefe. Das heißt, ich muss also erstmal Steinmauern erschaffen, die wasserdicht sind, die schon eine gewisse Tiefe haben oder eine gewisse Höhe, damit das Wasser die entsprechende Tiefe hat. Und dann fange ich an, sozusagen auf dem Weg halt den Rest, der oben drauf ist, noch draufzusetzen. Ja, finde ich eine gewagte These, ist ein interessantes Gedankenmodell, aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Ja, vielleicht täusche ich mich auch, aber ja, also als Beispiel wäre die Allee der Swingen, die hier gezeigt wird, die für ihn eine Wasserstraße war. Da ist, die hätte so tief sein müssen, um da wirklich so eine Steine zu platzieren, dass man das heute noch nachvollziehen können müsste. Und das kann man nicht nachvollziehen. Die sind nicht so tief. Das hätte, ja. Also ich glaube, das funktioniert nicht, das Gedankenmodell, was er hier aufgestellt hat. So, so sieht es also aus. In dem Fall sind wir jetzt auf diesem Podest. Hinter uns ist der Nil. Ja, jetzt kommt eine Rekonstruktion. Achso, und was wir rechts und links sehen, sind keine Swingen, sondern Widder, die noch so einen kleinen Menschen immer vor sich haben. Jetzt kommt eine Rekonstruktion, so wie ich glaube, dass das mal ausgesehen hat. So, das ist jetzt von einem anderen Tempel einfach dazwischen geballert. Also ja, nur so vom Grundeindruck her. Es wäre für mich nicht nachvollziehbar, warum dieser Pylon keine Querverbindung des Tores gehabt haben soll, was man jetzt hier sieht. Und warum sollte diese Seite hier irgendwie anders ausgesehen haben als die? Entspricht eigentlich nicht dem, was wir von den anderen Pylonen alles so bisher kennengelernt haben. So, jetzt sind wir im Innenhof, blicken entsprechend in den nächsten Bereich rein. Hier standen Säulen rechts und links. Hier ist mal eine rekonstruiert worden. Allerdings ohne ein Dach anscheinend obendrauf. Also auch da völlig unklar, wozu baue ich sowas, wenn da kein Dach drauf ist. Das ist ein Nebentempel, den wir hier sehen. Und wie man auch sieht, hier an der Größe des Menschen auch schon für, naja, so 3,5 Meter konfektioniert. Und auch wieder schön die Steinwulst als Energieband noch schön zu sehen. Das ist jetzt nochmal der Tempel hier unten, den wir gerade gesehen haben. Der Innenhof, Blick auf den halben Pylon. Und das ist der Tempel auf der anderen Seite, also dieses Gebäude, was wir hier sehen, sehen wir jetzt da. Hier sehen wir meiner Meinung nach eindeutig, dass es sich nicht um Mattfossils handelt in diesem Hof von dem Nebentempel. Das wurde vom Prinzip her immer so gemacht. Ich schätze, dass dieser Stein mal hier, der war ein Quader, der genauso groß war wie der hier, der als Podest dient. Und dann haben die daraus halt die Füße rausgeholt. Oder sie hatten eine Gussform, die immer gleich war, sodass man halt die unteren Teile alle mit einer Gussform gemacht hat. Also jeweils immer hier ein Teil, was dann entsprechend hier und hier und hier und hier und hier und hier eingesetzt wurde, vervielfältigt wurde und genauso auch mit den Füßen. Oder man hat es halt wirklich erst gemauert und zwar bis hier vorne hin, wie so eine Art breitere Säule und dann hat man halt aus dem vorstehenden Teil der breiteren Säule die einzelnen Statuen rausgehämmert. Auch hier meiner Meinung nach, das sieht nicht aus wie irgendwelche Mattfossils, sondern das sind Statuen, die aus dem Stein gehauen wurden oder von mir aus auch gegossen wurden und dann hat man die Steine halt übereinander gesetzt. Hier nochmal zum Thema Mattfossils. Also wir haben ja hier sowas, was wie eine Hautstruktur durchaus aussehen könnte, ne? So eine etwas erhabenere. Dann haben wir hier so eine ganz seltsame Verfärbung am Bart, wo irgendwas vielleicht rausgelaufen ist. Na, da gibt es halt auch die These, dass da halt manchmal noch dann altes Blut rausläuft oder die Verfärbung durch halt Innereien entsteht. Ja, ist halt wie gesagt eine skurrile These, aber ich wollte mir das Ganze auch immer unter diesem Gesichtspunkt angucken. Hier sehen zum Beispiel die Hände wieder aus wie Stein, kein Anhaltspunkt und auch bei der Brust hier kein Anhaltspunkt für Mattfossils, aber das Gesicht sieht schon, ja, skurril aus irgendwie, finde ich. Das hat schon so ein bisschen was davon. So, jetzt sind wir auf der Außenseite. Wir befinden uns jetzt
hier. Und sehen ein Relief wieder in der, ich sag mal, primitiveren Machart, auf dem man sieht, wie hier wieder Ramses II. Mit einer Keule Feinde erschlägt. Das ist die Deutung der Ägyptologen. Und das zeigt im Grunde genommen, wie primitiv Ramses II. Gewesen sein muss, wenn er auf eine heilige Wand eines Tempels eine Kriegsszene darstellt. Das wäre vergleichbar, als würden wir an die Wand vom Kölner Dom eine Zeichnung von einer Panzerschlacht in den Stein reinhauen. Und ja, das finde ich, ist eher ein Zeichen für Rückständigkeit. Und man sieht halt auch, die Qualität ist bei weitem nicht so wie auf der Innenseite. Das sehen wir nämlich jetzt gleich. Das ist die Innenseite von dieser Wand. Und wir sehen hier wieder sauberes Hochrelief, alles rausgearbeitet. Also die Fläche wurde hier weggearbeitet, damit halt das Hochrelief stehen bleiben kann. Und wir sehen hier nur Szenen, wie Opfer dargebracht werden, also rituelle Handlungen. Es ist nichts mit Krieg, nichts mit Gewalt. Also das ist eine ganz andere Bildsprache, die man innen sehen kann. Ja, hier auch wieder Hinweis auf die Säulen. Das sind die, glaube ich, die höchsten Säulen, die es in einem Tempel gibt. Und die hatten in der Mitte eine Öffnung, wo es hier oben noch höher ging. So ähnlich wie bei einer Kathedrale, wo ja der Innengang noch höher ist als die Seitenflügel, war das hier auch. Wahrscheinlich, nehme ich an, alles überdacht. Und das muss schon wirklich schwer beeindruckend gewesen sein. Ihr seht ja, die Dimensionierung ist schon wieder, spottet eigentlich jeder Beschreibung. Das ist schon fast inflationär und ich muss aber trotzdem immer wieder darauf hinweisen. Ja, das ist jetzt der Gegenschuss, wobei diese beiden Säulen hier ein Rätsel darstellen, weil die ja so raue Steine haben. Und da gibt es jetzt die These, dass alle Säulen, die in dieser Halle standen, mal so unverputzt aussahen und dass es darum ging, dass dort Stille erzeugt werden sollte. Und dass die Schleifung der Säulen halt auch erst später passiert ist. Ich weiß nicht, ob man Säulen so perfekt schleifen kann im Nachhinein, wie wir das jetzt hier sehen. Es ist ja auch vorstellbar, dass es irgendwie eine andere, also dass es so geplant war, dass die Abschlusssäulen hier rechts und links rau sind. Ja, einen Grund habe ich dafür allerdings nicht im Kopf. Hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass hier viel mehr Steine verbaut wurden, um eine Säule zu bilden. Das finde ich halt auch so eine Skurrilität. So, hier auch nochmal, ne, die Anzahl der Statuen, die Größe der Statuen, man sieht es ja hier ganz gut im Vergleich zum Menschen. Ja, das ist jetzt die Rückseite von diesem Tempelgebäude. Hier haben wir dasselbe Prinzip wieder, dass wir meiner Meinung nach sehen, wie die Statuen aus diesen Blöcken gemacht wurden. Ne, man sieht hier eine Fuge und hier eine Fuge und die geht dann hier hinten über in den Stein von dem Tempel und so hatten die, glaube ich, wie wir das eben auch schon gesehen haben, immer etwas größere Blöcke und aus den Blöcken haben die dann die Statuen rausgehauen, beziehungsweise hatten die Gussformen, die dann so übereinander gepasst haben, dass man halt immer hier eine Gussform hat, immer auf derselben Höhe und für die Füße eine Gussform gemacht hat und dann hat man die halt entsprechend vervielfältigt. Und jetzt kommen wir gleich zu den beiden Obelisken, die da noch Hinterhof in Anführungszeichen stehen. Ihr seht hier wieder die beiden Säulen als Orientierung, diese beiden rauen Säulen. Und kurz dahinter stehen dann halt diese Obelisken. Die sind fast noch spiegelglatt an den Stellen, wo es halt nicht abgeplatzt ist oder kaputt gegangen ist. Hier finde ich auch nochmal sehr interessant, dass wir sehen, wie hier unten doch eine ganze Menge verwittert ist, statt hier oben. Ich würde ja eigentlich doch erwarten, durch den Wüstensand, Wind, dieses wie so eine Art Sandstrahlgebläse, wird eher oben das schneller verwittern. Aber wir sehen, dass es hier unten verwittert ist und das ist für mich auch wieder ein Indiz für die Sintflut. Also dass halt hier wirklich mal bis in etwa auf diese Höhe Wasser gestanden hat, das halt hier unten für diese Verwitterung gesorgt hat. Hier in der Wand ein amtliches Bohrloch. Ihr seht ja die Größe. Definitiv wohl nach den Ägyptologen kein Loch, was in der Neuzeit entstanden ist, sondern das schon da war. Und da sage ich mal, das ist auf jeden Fall ein Hightech-Bohrer, der diesen Stein hier so sauber ausbohren kann. Zu Bohrlöchern im alten Ägypten kann man sagen, dass
ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die mit einer unglaublichen Kraft die Löcher da reingebohrt haben. Und zwar mit mehr Power, als wir das heute imstande wären zu leisten. Ich habe hier mal einen Scan gemacht von dem Buch von Gernot Geise, Verborgenes Geheimwissen. Da hat er das drin. Und ja, also so wie das, also neben Beispiel hier weiß ich nicht, ob die Angaben, die in dem Text stehen, mit den 15 Zentimetern und 2,5 Zentimeter Einsinkung, ob das auf dieses Bohrloch hier zutrifft. Es gibt aber wohl Bohrlöcher im alten Ägypten, die diese unglaublichen Riefen aufweisen. Und entweder hatten die also deutlich mehr Druck auf ihren Bohrern drauf, oder die hatten eine Möglichkeit, den Stein weich zu machen und hatten dann halt entsprechend, wie wenn man in so etwas, ja, etwas härtere Knete vielleicht reinbohrt und dadurch dann halt auch nicht so viel Druck braucht, wenn man halt viel schneller, tiefer reinkommt. Oder die hatten mechanische Geräte, die weit von dem entfernt sind, was wir heute imstande sind zu leisten. Ja, hier, wunderschön, total unkonventionell, weil das sind keine Obelisken, sondern die sind oben flach. Das sind also Quader, zwei Stück, die da stehen. Aus Rosengranit, glaube ich. Ja, sehr spartanisch gehalten, wie man hier sieht. Ne? Da sind keine Hieroglyphen drauf. Auf der Seite dann schon, allerdings auch hier im Tiefrelief. Also durchaus vorstellbar, dass diese Säule mal hier völlig glatt war an der Seite und nur wirklich diese, ja, ganz spartanischen Ornamentierungen drauf hatte. Und hier die zweite Säule hat oben dann noch eine Kartusche, die auch perfekt gearbeitet ist. Ist alles spiegelglatt. Hier gab es die These, dass man anhand dieser Schichten, die man hier sehen kann, sehen würde, dass es sich um eine Gussform handelt. Da habe ich nochmal mit dem Steinmetz drüber gesprochen und der meinte, nee, dem muss er widersprechen. Zumal er davon ausgeht, wenn sowas gegossen worden wäre, hätte man es senkrecht gegossen und nicht in Schichten übereinander. Ja, ich denke, man sieht hier auch wieder, dass ein Zeichen von der Kraft des Wassers, das halt hier unten für diese Zerstörung gesorgt hat. Ja, das Allerheiligste ist mir, als wir da waren, gar nicht so aufgefallen, aber schaut euch mal diesen Stein hier an. Der geht hier, hier hoch, also hier, hier. Ich weiß nicht, wie tief der da noch ist. Ne? Also das ist ein Stein. Das ist, ihr seht es ja, ne? Das ist unfassbar. Da frage ich mich, wenn ich in der Lage bin, ein Heiligtum zu bauen, das solche Dimensionierung an Steinen hat, wieso baue ich dann die Pylone mit Steinen, die nur ein Viertel so groß sind? Also da würde ich doch dann denken, wenn ich jetzt ein hohes Bauwerk wie so ein Pylon bauen will, dann nehme ich halt irgendwie 13 von den großen Steinen statt 300 von den kleinen. Ja, da ist halt auch die Frage, vielleicht waren die, die die Pylone gebaut haben, nicht in der Lage dazu, solche großen Steine zu verwenden. Die Baukomplexität der Pylone an sich ist relativ hoch, da kann ich später nochmal drauf eingehen. Aber die Steine sind doch bei weitem nicht so groß wie das, was wir hier sehen. Ja, da habe ich erst gedacht, das sei ein Opferaltar gewesen oder sowas. Aber man sieht ja hier deutlich, dass es hier flach geschliffen ist und hier ist ein Eingang. Also sprich, wir sehen hier einen sogenannten Sarkophag, was natürlich ein total blödes Wort ist, weil es kein Sarg ist, da war nie ein Toter drin. Jedenfalls hat man da keinen Toten drin gefunden und ich glaube auch nicht, dass es irgendwas mit Toten zu tun hat. Aber es ist ein Steinbehälter, der einen enorm dicken Deckel hatte früher. So, diese Bohrlöcher, auch nichts aus der Neuzeit, alles aus der alten Zeit, sind auch einfach mal skurril, dass sowas da einfach zu sehen ist. Hier finde ich interessant, dass wir hier einen anderen Stein haben im Durchgang. Wir haben hier diesen wahrscheinlich auch Granit und hier den Kalkstein. Das hier ist Kalkstein. Das Granit und die Durchgänge wurden also immer mit einem anderen Stein gemacht. Also Durchgänge waren irgendwas Besonderes, wie ich auch schon bemerkt habe bei den Pylonen, dass der Durchgang an sich immer noch so ein bisschen separat abgehoben war. So also man hatte immer, es war ein extra Element. Man kann eigentlich sagen, so ein Pylon, man hat einen linken Pylon, ein Tor und einen rechten Pylon. Ja, das, was man hier sieht, hier, das ist das, was wir gerade auf dem Bild hatten, dieser Durchgang in den Nebenraum. Hier war natürlich mal eine Mauer und hier sehen wir wieder dieses typische, hier war ein Raum und da war, also dieser Raum stand in diesem Raum drin und so haben wir wieder dieses Matroschka-Prinzip, Raum im Raum.
Und hier jetzt noch den hinteren Teil von der Tempelanlage. Dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Was halt auffällt, ist, wie wenig erhalten ist. Also das ist halt wirklich beachtlich. Es war wahrscheinlich, waren es auch alles mal geschlossene Räume hier. Und jetzt sehen wir von dort, wo ist der Cursor hier, über den künstlich angelegten See, den die da haben, auf diesem Pylon, der eingestürzt ist. Und in dem Füllmaterial von diesem Pylon hier waren Steine aus Amarna. Das ist eine andere Stadt, die Echnaton gebaut haben soll. Und das ist halt total spannend, dass ja, da eine Stadt, Teile einer Stadt in dem Pylon eines anderen Ortes auftauchen. Dazu erzähle ich dann aber gleich noch mehr. Ja, wir sehen hier den etwas kleineren Pylon und hier ist der etwas größere Pylon noch und gehen jetzt mal hinter diesen Pylon, schauen uns das mal von hinten an, sehen, wie hier wieder riesige Statuen irgendwann mal gestanden haben müssen. Ihr seht, die Dimensionierung ist schon wieder richtig enorm. Ja, hier sieht man ganz deutlich, dass es sich um einen Stein handelt. Also wir haben keinerlei Strukturen von irgendwelchen organischen Materialien hier innerhalb des Unterschenkels. Hier zwischen wäre halt auch noch die Frage, wenn das ein Mattfossil ist, warum hat man dann hier irgendwie noch Stein dazwischen gehauen? Oder hier sieht man es noch ein bisschen besser. Was ist das für seltsamer Stein dann zwischen den Zehen? Müssten die Zehen nicht perfekt reingehen? Die Nägel sind schon sehr gut gemacht. Und was halt auch skurril aussieht, ich habe leider kein besseres Foto von der Seite, von diesem Fuß hier. Hier, das sieht ja wirklich auch ein bisschen aus wie eine Sehne. Also das wirkt auf mich schon eher wie ein fossiliertes organisches Gewebe an der Stelle hier. Ja, ich habe leider kein besseres Foto, wo man halt diese Verwitterung des Gesteins noch ein bisschen besser sehen kann. Man sieht halt hier vorne noch den Zehennagel vom großen Zeh. Hier endet der große Zeh und hier geht es dann so runter und das hier könnte wirklich, das sieht aus wie eine Sehne hier und auch das sieht aus wie eine Sehne. Das finde ich schon sehr spannend hier. So, jetzt sind wir im Gegenschuss sozusagen. Was hier noch interessant ist, diese beiden Fenster, die man hier sieht, das sind so wie so Vitrinenfenster, die auch oben und unten Bohrlöcher haben und wo bestimmt mal sozusagen Klappen drin waren zum Verschließen. Hier auch wieder schön die Größen, ne? Die beiden haben eine Größe, er hat eine Größe und dann kommt er hier erst, dann er. Er hält diese zwei Angs wieder in den Händen, genauso wie er die beiden Angs in den Händen hält. Ja, das ist schon interessant, sich vorzustellen, dass diese Größen tatsächlich vielleicht ein Indikator waren.